Willkommen zu einem neuen Part von Paper Mario Sticker Star. Ich bin gerade hier in einem Level wieder, wo man die Bowlingkugel einsetzen soll. Eben noch papierisiert. Nun, lass uns mal ein bisschen Bowling spielen. Ja, moin. Ja, moin, geil. Ja, moin. Und alles abgeräumt. Strike. Geil. Ha, ja, nice. AKA wie Sports oder wie? Oh, geil, wir kriegen gleich eine neue Bowlingkugel. Ha, perfekt. Nehme ich gleich wieder mit. Fürs nächste Mal. Könnte ich rein theoretisch hier nochmal eine neue Runde spielen? Kann ich hier nochmal papierisieren? Nee, kann ich nicht. Na gut. Wäre ja zu schön gewesen, um wahr zu sein. So, nun haben wir dann den Secret Exit von Welt 3.5 oder so. Ich bin mir da gerade, ehrlich gesagt, nicht mal sicher, welches Level wir betreten haben. Ja, komm. Erstmal hier, die paar Münzen, sind nur ein paar wenige, nehme ich trotzdem mit. Jede Münze zählt. So, welches Level war das? Wird mir nicht angezeigt, noch nicht. So, das weitere Level da, links. Und es war, ja, ist mir egal, 3-4 war es. Na, knapp dran vorbei. Und dann ist bald dieses Quadrat hier vollständig, ja, nice. Grubendickicht, da geht's nun weiter. Oh, Bowsers Klebeband mal wieder, sehe ich da. Sehr, sehr viel sogar. Das haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Da sind Blooper. Kann man da reinspringen? Nein. Hätte ja sein können, aber hier kann man lang. Oder? Ja. Autsch. Ach, da ist das letzte Wickler-Segment. Ja, moin. Wo ist es hin? Ich sehe es nicht mehr. Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal normal weiter. Wir werden es schon irgendwie finden. Zumindest wäre es ganz gut. So, ein langer, langer Weg. Aha, die ersten Gegner hier. Dann werden wir mal hier den Hammer schwingen. Im letzten Part haben wir ja mal wirklich allen gezeigt, wie sehr Mario den Hammer schwingen kann. In der großartigen Sniffit Show. Ernsthaft nicht besiegt. Ernsthaft. Ach man. Und dann noch das Timing fahren. Oh, ich hasse die Blooper. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hab doch A gedrückt, Mann. Egal. Dann werden wir einen Wurfhammer zücken. Ja, ist nur gut, aber immerhin. Die Piranha-Pflanze ist weg. Jetzt ist der Blooper dran. Ah, es war dieses Mal ein bisschen zu früh, vorher ein bisschen zu spät. Ah, na egal. Ein normaler Sprung und der ist weg. Bye bye. Wir haben ja an sich auch noch einen Ding-Sticker im Inventar. Aber bisher kam noch kein Gegner, wo ich den irgendwie einsetzen kann. Ich habe keine Lust, den einzusetzen gegen irgendeinen Lappen hier. Wie zum Beispiel dich hier. Aber Bumerang ist nicht verkehrt. Wenn er mir einen Bumerang-Sticker dann gibt, da wäre ich ihm sehr, sehr mit verbunden. Müsst ihr mir glauben. So, schon mal ein paar KP abgezogen. Achtung, zack. Das ist nicht schwer abzuwehren, macht aber halt insgesamt immer noch 5 KP Schaden, was eine Menge ist. Ah, schon wieder ein bisschen zu spät. Ich lerne es auch nicht. Ich lerne es auch nicht. Gut, die haben beide nicht mehr viel KP. Vielleicht reicht die Eisblume, das wäre wünschenswert. Aber nicht, wenn ich das verhaue. Komplett das Timing gerade verhauen. Oh, Eile mit Weile. Aber wenigstens abgewehrt. Das sieht so, so falsch aus. Dann noch eine Eisblume. Ja, jetzt läuft es doch. So muss das sein. Doofer Gegner. Und gibt nicht mal einen Bumerang.
So, hier müssen wir Bowser-Papier einsetzen. Ja, moin. Wir haben ja da eine gesehen, vielleicht lässt sich da irgendwas abmachen, vielleicht hier? Nee. Hier gibt es so einiges an Bowser-Papier, aber nirgendwo das Richtige, was wir brauchen. Ja, moin. Bowser hat hier ja wirklich Raumgebiet. Ja, moin, der Blooper ist in uns gerade drin gewesen. Ich bin nicht scharf drauf, gegen ihn zu kämpfen, muss ich ehrlich sagen. So, hier, ab. Na gut, dann kämpfen wir doch gegen ihn. Sind ja nur zwei. Beide sind unten. Ja gut, dann kann ich mal einen Panzer einsetzen. Ah, der wird nicht 14 KP Schaden machen, oder? 13, ey, euer Ernst? Ja gut, dann Hammer und beide sind weg. Aber wir bräuchten mal irgendwie einen Heilblock oder so. So, ich dachte, der eine kann sich nicht bewegen. Ha, endlich mal abgewehrt. Ach, dem ist nur schwindelig. Na gut. Hammer. Da reicht ein gut hin. Tschüss. Oh yeah. Ein Sprungsticker. Den können wir gut gebrauchen. Aber was hat das jetzt hier gebracht? Das hat doch gar nichts gebracht. Nee, nee, nee. So, gibt's da irgendwas? Ah, oh, ein paar Herzen. Springe ich gerne hier in diese Brille hinein. Dafür doch gerne. Aber da geht's weiter. Ich will mich aber kurz hier noch umschauen. Da oben ist der Sticker. Achso, das ist generell das Ziel. Aber da führt trotzdem noch ein anderer Weg entlang. Das ist merkwürdig. Na gut, gehen wir erstmal hier lang. Schon wieder Bowser-Klebeband. Was eine Falle war. Gut, hier. Ich habe doch einen Erstangriff gemacht. Was wollt denn ihr? Hier kriegst du einen Wurfstern ab. Das reicht nicht mal, weil der 25 KP hat. 25. Zieht euch das mal rein. Einzelsprung wird nicht ausreichen. Haben wir noch einen Auerhammer zufällig? Auerhammer, Auerhammer. Ja, haben wir ein Glück. Da reicht hoffentlich ein gut. Ja, gerade so. So. Ah, wir kriegen eine Eisblume. Immerhin. Schon wieder so ein Sticker hier hinten dran. Oder so ein Klebeband. Was mal wieder nichts bringt. Aber gut, das ist ja hier überall. Ich weiß aber auch nicht, was Bowser hier wollte. Vielleicht werden wir es noch herausfinden. So, Bumerang und Blooper mal wieder. Ich liebe diese Kombination. Setzen wir... Obwohl, der Hochhammer ist nicht so eine gute Idee, da... der Hammerbruder eine sehr krasse Verteidigung hat. Machen wir mal einen Glitzer-Seriensprung. Ruhig mal ein paar Glitzer-Attacken einsetzen und es hat auch gereicht. Sehr gut. Der hat mir sonst auch zu viele KP abgezogen, da wir nur 26 haben. Oh, ich krieg einen Glitzerhammer zurück. Ist doch auch sehr, sehr gut. Vorsicht, da geht's bestimmt wieder runter. Ja, war doch klar. Moment mal. Da geht's aber so richtig runter. Ha, gut, dass ich darauf jetzt nicht eingefallen bin. Somit konnte ich hier noch den Glitzersprung holen, den Hochhammer. Ja. Eine Höhle. Habe ich überhaupt... Ach shit, ich habe die Geheimtür vergessen. Ich habe vergessen, eine Geheimtür zu kaufen vor dem Part. Na toll, das muss ich dann nach dem Part nachholen. Ah, Pickelkäfer, will ich sie lieber. Will ich sie lieber. Erstmal einen Eisensprung. Reicht das aus? Ja, ein Glück. 13 KP. Draufspringen ist nicht. Und auch der Hammer macht nicht viel Schaden. Haben wir noch einen Glitzereisensprung? Ja, haben wir. Dann nutzen wir den. Weil der reicht aus. Normaler Eisensprung hätte nicht ausgereicht. Und wir haben schon genügend Glitzersticker, so. Warum sie nicht auch benutzen? Wir haben sie extra schon. Na toll. Ey. Hallo, Erstangriff. Danke sehr, dass ich auch mal darf. Na toll, jetzt hier zwei solche Brocken. Ah, oh, klasse. Haben wir mal einen Kühlarmer. Eine kleine Abkühlung für euch. Beide haben überlebt.
Hätte schon super eigentlich ausgereicht, aber wir haben keinen Super bekommen. Und so langsam mache ich mir über unsere KP doch mal ein bisschen Gedanken. Beide haben nur noch wenig KP. Daher reicht eine Eisblume aus, ein Glück. Puh. Ey, aber geil. Geile Sticker hier. Zack, 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 nehme ich. Aber ich, obwohl wir keine Geheimtür haben, halte ich natürlich die Augen offen, dass wir vielleicht eine Geheimtür kriegen. Und da ist der Schnipsel, den wir brauchen. Nice. Irgendwo muss ja auch die Geheimtür dann sein. Daher, die will ich schon gerne sehen. Aber es kann doch nicht alles gewesen sein. Wir können doch jetzt noch nicht zum Ziel kommen. Aber das Ziel ist ja da. Das ist merkwürdig. Ich glaube, da passiert jetzt noch irgendwas. Ich habe so ein bisschen Angst. So, das kleben wir erstmal hier drauf. Was könnte denn da jetzt kommen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass Kamek wieder irgendeinen Scheiß baut. Kann sein, falls er wieder diesen Trick wie letztes Mal macht, sortiere ich mal kurz die Sticker. Dann, wenn er die Latschen wieder hin macht, muss ich halt wissen, welche Sticker darf ich denn überhaupt einsetzen. Den Sticker könnte ich einsetzen. Ja gut, hier vorne generell die... Auf den ersten beiden Seiten kann ich die normalen Sticker mit ruhigem Gewissen einsetzen. So. Es passiert noch nichts. Das ist ungewöhnlich. Hä? Aber hier geht es doch auch weiter. Und das nicht zu wenig. Ich schau mir das alles hier mal an. Moment mal. Das. Noch ein Sticker-Komet. Okay, folgendes. Ich sammle den hier jetzt ein. Weil da scheint ja jetzt nichts zu passieren. Hole die Geheimtür und dann geht es an dieser Stelle dann weiter. Ich weiß nicht, warum hier auf dem Weg ein Sticker-Stern liegt, aber ja gut. Nehme ich einfach mal mit. Wohin führt mich das nun? Aha, hier nach unten. Somit ist das Quadrat vollendet und... Ah, und da ist auch das Wickler-Segment und das geht flieht da hinten hin, wo überhaupt noch kein Level eingezeichnet ist, aber das sieht auch nach dem eventuell finalen Level da hinten aus, weil da ist ja dieses Schiff, was uns mal hier am Kap der guten Aussicht gezeigt wurde. So, der Weg war ja nicht weit, da ja nun die Treppe hier schon zur Verfügung steht. Und dann gucken wir mal hier, da ist mal wieder ein Toad, den wir schon in der ersten und auch in der zweiten Welt getroffen haben. Ja, ich hole noch kurz die Sticker hier, dass wir auch ein bisschen angreifen können. Und was ist mit euch beiden hier? Hey, was fällt euch ein, jemanden zu ärgern, der kleiner ist als ihr? Schämt ihr euch denn gar nicht? Jawohl, ich bin ein kleiner, schwacher Niemand. Nein, darauf bin ich gar nicht stolz. Ja, ich würde mich freuen, wenn du mir hier etwas helfen könntest. Mario, vielleicht solltest du diesen Typen 50 Münzen rüberschieben. Haben sie sich verziehen. Niemals, jetzt gibt's Saures. Das ist mein Mario. Los, gib ihn Saures. Das sind doch nur zwei Blooper. Oder haben die jetzt noch eine spezielle Fähigkeit? Das sind nur zwei Blooper. Blooper, meinte ich. Blooper. Weil sonst hätte ich hier meinen schönen Sticker einsetzen können hier vorne. Den Presslufthammer, aber da sind sie mir dann doch schon zu schade für. Also mein Sticker meinte ich. Gut, wir haben hier einen Bonbon bekommen. Nutze ich den. Tschüss. Das war ja einfach. Mit denen kannst du nicht fertig, Toad? Ja, du hast mich gerettet, Mario. Und wieder mal, vielen, vielen Dank. Meine Reisen waren bis jetzt anstrengend. Da dachte ich, im Wald finde ich vielleicht ein wenig Ruhe. Und dann bin ich hier und überall ist Gift. Wie soll ein Toad die gute Luft genießen können, wenn er sich in einem giftigen Sumpf wie diesem hier befindet? Jedenfalls ist dieser Wald absolut nicht mehr entspannt. Da bin ich sicher. Aber eins sage ich dir. Diese Veränderung kam ziemlich plötzlich. Yay, Glitzerpilz. Huhu. Jedenfalls habe ich gehört, dass einige Toads diesen Wald wirklich toll finden. Aber ich schätze, das Leben im Wald ist mir zu langsam. Irgendwo ist es sicher spannender als hier. Ganz bestimmt. Ich denke, wir werden ihn nochmal wiedersehen. So, da ist der nächste Sticker-Komet. Den wollen wir erreichen. Aber vorher hier den
Eisensprung mitnehmen und nun hier runter. Abermals. Irgendwo muss ja dann auch die Tür mal sein. So, gegen dich habe ich keine Lust zu kämpfen. Aha, dann kommt man hier also raus. Da kann man hoch. Aber hier geht es auch noch weiter. Ja, moin. Gut, Piranha-Pflanze, dann zeigen wir mal dir, wo der Hammer hängt. Reicht ein... Ich weiß nicht, ob ein Eisensprung reicht. Ich probiere es einfach mal aus. Nee, reicht nicht. War ja klar. Wieder ein KP oder so übrig geblieben. Ist aber nicht so schlimm. Achtung, Achtung. Und jetzt! Perfekt. Ja, ihr seht, dass ich auch wieder volle KP oder fast volle KP habe. Denn als ich die Geheimtür gekauft habe, habe ich dann dementsprechend auch gleich meine KP mal geheilt. Weiter gibt es ja so einen Herzblock, was sehr, sehr nützlich ist. Ha, den Angriff habe ich jetzt hier drauf. Zumindest die Verteidigung davon. So, tschüss, tschüss, tschüss und tschüss. Euch will ich hier nicht haben. Was hast du denn hier für einen Block oder für einen Sticker versteckt? Einen Panzer. Und da hinten gibt es auch noch etwas. Auch irgendwas im Baum. Da wackelt auf jeden Fall irgendwas. Bitte kein Ninji. Bitte kein Ninji. Na gut, komm du erstmal hier weg. Bestimmt mit einer Piranha-Pflanze. Nee, mit einem Blooper. Ja gut. Dann folgendermaßen. Wie viele Glitzerblumen haben wir? Eine Menge. Nehmen wir mal hier. Glitzerfeuerblume. Okay. Der Blooper ist besiegt worden. Allerdings nicht der Bumerang-Bruder. Den kriegen wir jetzt noch down. Aber was hat da gerade gewackelt? War es ein Ninji oder war es doch irgendwas anderes? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein... Doch, da ist ein Ninji drin. Ah, na toll. Dachte ich irgendwas Tolles. Oder vielleicht ist da noch was? Nein. Okay. Was ist hier? Wo geht's denn hier bitte schon überall noch lang? Wir waren ja eigentlich schon längst beim Secret Exit, aber hier muss ja noch. Hä? Was ergibt dieser Weg für einen Sinn? Da ist ja nicht mal die Geheimtür. Apropos Geheimtür, wo ist die überhaupt? Ich hab das jetzt extra geholt. Merkwürdig. Moment mal. Ich dachte, ich habe da was gesehen. Oh nee. Nur für die paar Blöcke hier? Das kann nicht sein. Also Fakt ist... Ein Speed. Moment mal, da geht's hoch. Hä? Verwirrung pur. Ein Herz brauche ich nicht. Ach, da ist die Tür. Na, immerhin. Aber wo geht's denn hier lang? Gut, erstmal hier die Geheimtür einsetzen. Dass wir das dann auch mal erledigt haben. Mann. Oh Mann. Dieses Level verwirrt mich wirklich. Aber, ja gut. Oh, ein Luftballon. Cool. Den nehme ich mit. Ja, wir haben ja jetzt hier schon die 6. Seite an Dingsen voll. Ist auch schon eine ganze Menge. Aha. Aha. Dafür war es zuständig hier, zumindest dieser Weg. Na, immerhin. Kurz mal sortieren, weil damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Zack, wieder für 2 Sticker Platz. Aber generell ist das Tier wieder ganz schön voll. So, mit den Ninjis will ich mich nicht anlegen. Auf die habe ich gar keinen Bock, auf dich hier auch nicht. Ach, Moment mal, ich muss den anderen Weg gehen. Das ist einfach nur ein Rückweg dann. Aha. Dann gehen wir doch mal schnell den Rückweg entlang. Aber sonst war das Level ganz in Ordnung und ich freue mich schon auf das nächste Level. Wenn dies wirklich das Finallevel ist, dann kann es auf jeden Fall wieder mega spannend werden.
Ich bin mal gespannt. Aber erstmal den Sticker-Kometen an sich. Oder Sticker-Stern. Einsam ist ja kein Sticker-Komet. Ich glaube, das sage ich auch viel zu häufig falsch. Kann das sein? Weil der Sticker-Komet, das war ja das Ding am Anfang des Let's Plays, im ersten Part. Das war, was vom Himmel gefallen ist. Und was Bowser berührt hat. So. Hier geht's dann beim nächsten Mal weiter beim Schaumkronenstrand. Nicht Stand, sondern Strand. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und bye bye.